Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecile hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Parfüm-Video. Heute geht es um 10 Parfüm-Mythen, die da draußen in der großweiten Welt existieren oder in der Parfüm-Community und die einfach nicht stimmen. Das möchte ich so ein bisschen aufklären, ein bisschen korrigieren und deswegen würde ich mal sagen, fangen wir an. Punkt Nummer 1, Eau de Parfum ist immer stärker als Eau de Toilette. Nee. Das stimmt halt nicht. Das gibt lediglich nur die Duftölkonzentration an, aber manche Eau de Toilette schaffen es trotzdem, absolut krass zu sein. Manche Eau de Parfums schaffen es trotzdem, nicht so stark zu sein. Hier das beste Beispiel. Zwei meiner absoluten Lieblingsdüfte. Das hier hält 8 Stunden. Das Viva La Juicy Gold Couture. Und das hier ist Pink Sugar. Das hält 20 Stunden. Und jetzt rate mal, was das Eau de Toilette ist. Das hier ist das Eau de Toilette. 20 Stunden Haltbarkeit. Das Eau de Parfum hingegen hat nur 8 Stunden Haltbarkeit. Und da hat das ja schon schwarz auf weiß. Vielleicht ist es bei meisten Parfüms der Fall. Und das ist es auch. Dass Eau de Parfum stärker ist und länger hält, aber man kann das nicht pauschalisieren. Es gibt wirklich krasse Ausreißer, wie zum Beispiel Pink Sugar. Punkt Nummer 2. Ich sehe das jetzt so oft auf YouTube, dass Parfum-Influencer tatsächlich Kaffeebohnen einstellen, um die Nase zu resetten. Wisst ihr was? Die machen sich einfach nur zum Affen. Das bringt nichts. Was soll das? Oh, Kaffeebohnen. Oh. Ich verstehe nicht, was das bringen soll. Kaffeebohnen, die haben halt so einen dunklen Geruch. Und anstatt die Nase zu resetten, bringt man die Nase noch mehr in Bedrulle. Weil du einfach noch einen Geruch hinzufügst. Weil, wir kennen das ja alle, sind über Parfümerie, probieren 5-6 Düfte aus und dann ist schon Overload. Kann man nicht mehr so gut riechen. Aber Kaffeebohnen resetten nichts. Stattdessen ist es einfach besser, irgendwie an die frische Luft zu gehen oder an die Kleidung zu riechen, aber Kaffeebohnen, das bringt halt nichts. Nicht, dass die Kaffeeindustrie jetzt irgendwie krassen Gewinn macht, weil irgendwelche Leute sowas glauben. Das ist kompletter Quatsch. Also, wenn ihr irgendwie viele Düfte riechen wollt, sprüht ihr auf eine weite Entfernung, das nicht ganz so intensiv ist, oder geht halt nach 5 Düften erstmal eine frische Luft, resettet so ein bisschen und dann probiert ihr die nächsten Düfte. Aber Kaffeebohnen bringen halt nichts. Punkt Nummer 3, beziehungsweise Mythos Nummer 3. Es gibt echt Leute, die sagen, man soll so Düfte auftragen. Auf der Handfläche. Damit habe ich jetzt meinen wunderschönen Duft zerstört. Denn durch das Reiben zerstört man die Duftmoleküle. Der Duft könnte anders riechen, könnte nicht mehr so lange halten und ja. Einfach nur gekloppt. Ich weiß nicht, woher das kommt. Oh mein Gott, ein Parfüm ist ein Beauty-Produkt. Und eine Bodylotion reibt man ja auch ein. Deswegen muss man das einreiben. Nein, nein, lass es einfach wirken. Einmal hier einsprühen, hier einsprühen, hier einsprühen. Hier hin sprühen, hier hin, hier hin. Und in Ausschnitt mache ich das immer noch gerne. 6 Sprays. Hier, 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 hier und halt hier. So mache ich das. Und es reicht. Und da muss ich nichts verreiben. So ein Quatsch. Ich weiß nicht, warum dieser Mythos existiert. Ich verstehe es nicht. Wie gesagt, die Einzelerklärung wäre halt, falls ein Beauty-Produkt ist und man Bodylotion auch einreibt, sollte man Parfüm einreiben. Nein, sollte man nicht. Parfüm ist Parfüm. Bodylotion ist Bodylotion. Und nur weil da Jill Sanders Hand draufsteht, ist es keine Sonnenlotion, okay? Okay. Punkt Nummer 4. Parfüms laufen nach 2 bis 3 Jahren ab. Selbst die Hersteller geben das an. Das ist aber totaler Quatsch. Die hat schon mal gesehen, dass irgendwie ein guter Wein oder so tatsächlich abläuft? Nein. Alkohol reift nach der Zeit, wird noch intensiver und so ist es mit dem Parfüms auch.
wenn du überfilmst, perfekt behandelst, dann hast du auch nur in 20 Jahren noch was von. Mir ist noch nie ein Duft gekippt. Und mein ältester Duft ist schon 4-5 Jahre alt. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Ist natürlich auch ein kompletter Quatschmythos. Wie man Film ist richtig leid, habe ich schon Video intensiv zu gemacht. Ich kann es hier nochmal zusammenfassen. Und zwar sollte man Films von Sonnenlicht fernhalten, am besten Dunkelheit bewahren und es sollte nicht Feuchtigkeit drankommen. Also stellt die Films bitte nicht ins Badezimmer. Keine Sonnenstrahlen, keine Feuchtigkeit, keine hohen Temperaturschwankungen. Das ist eigentlich alles, was man beachten muss. Da hat man auch wirklich ewig was von den Parfüms. Darum kauft ihr auch immer die 100 Milliliter Flaschen. Weil, ganz ehrlich, da muss ich so oft nachkaufen, ich spare Geld und bei mir halten die Düfte sowieso. Warum soll ich dann nicht die 100 Milliliter kaufen? Ist einfach so. Mythos Nummer 5. Teure Parfüms riechen immer besser. So ein Quatsch. Erstmal ist das Riechen an sich sowieso super subjektiv. Ne? Ich bin halt so ein girly girl, ich mag halt super süße, verspielte Düfte, ja Pink Sugar, Viva La Juicy, Gold Couture. Und da kannst du mir jetzt einen Zerjoff dahin stellen. Habe ich bestimmt auch viel Spaß mit Zerjoff oder mit anderen Nischen Parfüms. Aber wahrscheinlich würde ich am häufigsten trotzdem zu Pink Sugar noch greifen. Weil ich einfach diese super süßen Düfte mag. Und von daher sind Düfte natürlich subjektiv. Was natürlich ein Fakt ist, Zerjoff zum Beispiel verwendet sehr hochwertige Inhaltsstoffe. Natürliche Inhaltsstoffe, die halt auch sehr hochwertig sind. Und andere Nischenhäuser machen das auch. Nicht alle, aber viele. Montai zum Beispiel, sehr auf der synthetischen Seite. Aber ist ja nicht schlimm. Ist alles sehr hochwertig. Problem ist, sind die Parfüms dadurch besser? Nur weil die Inhaltsstoffe hochwertiger sind? Nö. Es ist immer subjektiv. Ich mag halt süße Gourmand-Düfte. Und wenn ein Nische-Parfüm nicht in dieser Kategorie ist, mich dann weniger anspricht, dann ist das Parfüm für mich persönlich schlechter. Und auch die Haltbarkeit ist jetzt nicht unbedingt immer die beste von Nischen-Parfüms. Kann richtig krass sein. Hier zum Beispiel Baccarat Rouge, mein absolutes Lieblings-Nischen-Parfüm, hält 28 Stunden plus. Das absolute Performance-Monster. Aber es ist halt nicht immer so. Es gibt Nischen-Parfüms, die halten auch nur so 6 Stunden. Und dann kommt Pink Sugar für 18 Euro oder Cholette hält einfach mal 20 Stunden. Deswegen, das ist nicht unbedingt gesagt, ob jetzt der Preis letzten Endes für die Qualität entscheidet. Klar, meistens ist die Flasche ein hochwertiger Flakon mit Diamanten besetzt oder sonst was. Aber ja, Düfte bleiben subjektiv. Und die Haltbarkeit kann trotzdem für andere Düften, die billiger sind, besser sein. Das ist ein Fakt. Mythos Nummer 6. Düfte riechen bei allen Menschen gleich. Das ist kompletter Quatsch, weil die Haut von allen Menschen unterschiedlich ist und somit anders riecht. Klar, wenn du es jetzt irgendwie auf so einen Teststreifen sprühst, dann riechen die Düfte gleich. Aber in der Praxis sprühst du Parfüms ja tatsächlich auch auf die Haut. Und da variiert der Duftcharakter von Person zu Person. Mythos Nummer 7. Synthetische Düfte sind immer schlechter als natürliche. Gerade Chanel und Hermes pushen das so ein bisschen, dass die halt sehr viele natürliche Inhaltsstoffe verwenden. Aber warum sollen die denn besser sein? Sehr schön, haben wir natürlich Inhaltsstoffe. Na und? Parfüms sind sowieso subjektiv von der Duftwahrnehmung her. Klar, es gibt manche Leute in der Parfüm-Community, die sagen so, nee, ist mir zu synthetisch, kann ich nie riechen, ist nichts für mich. Aber was ein Fakt ist, ist, dass synthetische Düfte oftmals sehr kreativ sein können. Könnt ihr Geruch von Eisen, von Kleber, von allen Krams, was ihr euch vorstellen könnt, von Holzkohle, könnt ihr alles synthetisch kreieren. Ja, und es gibt auch Früchte,
Da kannst du kein Parfümöl extrahieren. Da musst du die Duftnoten tatsächlich synthetisch kreieren. Auch den Moschushirsch, den darfst du nicht mehr töten. Früher hat man tatsächlich Moschus vom Moschushirsch genommen. Mittlerweile ist der halt geschützt. Das bedeutet, man muss Moschus künstlich kreieren. Und die Chemiker im Labor sind voll kreativ geworden. Mittlerweile kannst du alles kreieren. Und zum Beispiel müsste man, wenn man jetzt sagt, nur natürlich Inhaltsstoffe, müsste man tatsächlich auf Moschus verzichten. Ich weiß ganz genau, dass Moschusdüfte sehr beliebt sind. Denken wir drüber nach. Auch hier, 300 Euro Parfüm. Maison Francis Kurkdjian, Baccarat Rouge. Fast nur synthetisch. Ist das jetzt ein schlechter Duft? Projektion ohne Ende, selbst für einen Sprüher. 28 Stunden Haltbarkeit. Komplimente bringer ohne Ende. Ist das jetzt ein schlechter Duft, weil er synthetisch ist? Ich würde eher sagen, nein. Macht Montreal schlechte Düfte, die auch fast nur mit synthetischen Inhaltsstoffen arbeiten? Nee. Deswegen, das ist kompletter Quatsch. Ist ja schön, wenn es natürlich ist. Aber hier zum Beispiel Deutschland Gabbana Light Blue hat ja auch sehr viele natürliche Inhaltsstoffe und hält dann 4 Stunden. Wow. Hält dann einfach nur 4 Stunden. Muss man halt für sich selber entscheiden, was man halt wertschätzt. Wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte aber nichts Synthetisches, okay. Dann sind natürlich aber Parfüms besser. Aber so kann man das eigentlich nicht pauschalisieren. Weil synthetische Parfüms oftmals länger halten und kreativer sind. Mythos Nummer 8. Celebrity Parfüms werden von den Celebrities erstellt und die tragen das auch selbst. Hier zum Beispiel ein sehr beliebtes Celebrity-Parfüm, und zwar ist das Rihanna's Rebel Fleur. Das ist halt so richtig schöne Vanille-Kokosnuss-Cocktail. Problem ist, auch wenn Rihanna jetzt so einen schönen Duft hier in ihrer Kollektion hat, sie trägt von Kilian Love Don't Be Shy. Es wird schon oftmals erwähnt, dass sie diesen Duft liebt und dass sie den auch trägt. Von daher trägt sie natürlich nicht ihre eigene Marke. Und ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit Rihanna für die Dufterstellung zuständig war. Die kann auch gesagt haben, ja, macht mal einen Duft, der süß und floral ist. Und dann kam das dabei raus. Also, die Celebrities müssen nicht unbedingt erstens ihren eigenen Duft tragen. Zweitens müssen die auch nicht bei Dufterstellung dabei gewesen sein. Die nutzen einfach ihre Reichweite, ihre Brand, ihren Namen aus, um noch so ein bisschen extra Money zu machen, um ihre Brand zu pushen. Das war's. Ich frage mich, ob Rihanna überhaupt weiß, wie ihr eigener Duft riecht. Das weiß sie halt nicht. Sie kann auf jeden Fall stolz drauf sein, da Rebel Fleur echt ein schöner Duft ist. Mythos Nummer 9. Komplizierte, komplexe Düfte sollte man niemals blind kaufen. Sagen sehr, sehr viele, aber ich finde das total Quatsch. Ich habe Angel von Thierry Mugler blind gekauft. Verdammt viele Duftnoten. Verdammt overwhelming. Aber ich wusste halt, ich liebe süße Düfte mit jahrmärklichen Touch. Ich habe Aura von Thierry Mugler blind gekauft. Sagen auch viele, kannst nicht machen, Mädchen. Es ist halt so ein grüner, intensiver Vanille-Rhabarber-Duft. Gerade wegen dieser grünen Dschungelnote sagen viele, ja, muss man erst testen. Nö, ich weiß ja, dass ich spezielle Düfte mag und auch grünen Düfte mag. Von daher blind gekauft, nichts falsch gemacht. Keine Ahnung, ich habe Lulu von Cacharel blind gekauft. So ein richtig orientalischer Weihrauchduft. Und ich mochte ihn. So. Ich sag euch jetzt was, wenn man richtig erfahren ist und ein richtiges Parfüm-Fangirl ist, dann guckt man sich die Duftnoten an, hey, das könnte was für mich sein, ich mag sowieso solche Düfte in der Kategorie. Und dann kann man das auch blind kaufen, egal wie kompliziert die Düfte sind. Klar, wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann das natürlich erst testen, gerade bei teuren Düften, aber ich finde das ziemlich albern.
Du weißt doch selbst, was du magst. Wenn du sagst, ich mag schokoladige Düfte, wenn du sagst, ich mag frische Düfte, kannst du auch dir die Duftnoten anschauen im Internet und dann weißt du auch schon, ob du was magst. Ich finde das ein bisschen albern. Ist doch egal, wie kompliziert die Düfte sind. Sie haben alle eine bestimmte Duftkategorie und wenn man das mag, dann sollte da eigentlich nicht schief laufen. Ich finde das ein bisschen Quatsch. Letzter Mythos, Mythos Nummer 10. Manche Parfüms sind nur für bestimmte Jahreszeiten. Ganz ehrlich, Leute, das ist alles nur Marketing. Ich sage zwar auch immer, das hier ist das beste Winterparfüm für Frauen, aber ja, ich mache das heute in meinen Videos halt so, dass ich Parfüms gerne eine Kategorie einordne. Und für mich schreit der Duft nach Winter, aber den kannst du noch im Sommer tragen. Du kannst halt sagen, oh mein Gott, der Duft gefällt mir so gut. Karamell, Beeren, ist genau mein Ding. Dann trag den Duft, wann du willst. Das ist alles nur Marketing. Wenn da irgendwie eine Summer Edition rauskommt, bei Pink Sugar gibt es ja auch Creamy Sunshine. Und nur weil der Duft Creamy Sunshine heißt und so ein bisschen Urlaubsfeeling hat, karibische Blumen drin hat, kannst du den Duft trotzdem auch im Winter tragen. Du kannst Pink Sugar auch im Sommer tragen. Das ist alles nur Marketing. Von daher lasst euch nicht beirren, was ich sage, wenn ich ein Review mache und sage, ja, das Parfüm passt am besten im Sommer und im Frühling. Egal. Tragt die Düfte, die ihr mögt. Nur weil da irgendwie Summer oder sowas draufsteht, Jill Sander Sun, denkst du auch sofort an den Sommer. Na und? Kannst du auch im Winter tragen. Alles nur Marketing. Das finde ich ein bisschen schade. Weil, wenn ihr jetzt einen Duft mal mögt, angenommen, ich wäre jetzt voll das Fangirl von Jill Sander Sun, ich mag den Duft ja echt, dann sage ich mir doch nicht, hey, ich trage den Duft nur im Sommer, weil da Sun draufsteht. Da würde ich mich doch selbst irgendwie kreuzigen. Ich habe einen Duft, den ich liebe, aber limitiere mich darauf, den tatsächlich nur in einer bestimmten Jahreszeit zu tragen, 3 Monate im Jahr. Das ist kompletter Quatsch. Deswegen, alles nur Marketing. Bitte, ihr Lieben, das waren jetzt 10 Parfümmythen, die ich so ein bisschen aufgeschlüsselt habe, meine Meinung dazu gesagt habe. Und ich hoffe, euch hat das Video unterhalten und gefallen. Falls ihr noch irgendwie Parfümmythen kennt, schreibt es gerne unten in den Kommentar. Würde mich interessieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!